war grau, doch ich käme Züge nach, los die Jung auf den Tag, bleib dran. Der Sturm wird kommen, der Sturm wird gehen, wir werden das Finster überstehen. Lass die Jung auf den Tag, bleib dran. Das ist er, mein Herzbruder Michael Seider. Und ich bin stolz darauf, dass er mich selber Herzbruder nennt. Ich traute ja meinen Augen nicht, als ich den Michi Seider auf den Kundgebungen am Heldenplatz, Schwarzenbergplatz oder im Votivpark viele, viele Male als Moderator, Sänger und vor allem Mentaltrainer gesehen habe. Wir, die ausgegrenzten Menschen damals, motivierte durchzuhalten, unbeugsam und geradlinig und vor allem mit Empathie, mit Herzenswärme. Und ich habe dann seinen Wahlspruch verinnerlicht: Folge dem moralischen Kompass deines Herzens. Augen auf den Traum, das Album hat es gezeigt. Es ging darum, Menschen zu sagen, du hast auch Träume, die kannst du leben. Im Endeffekt wurden die meisten Dinge bewegt, weil Menschen an etwas geglaubt haben. Und ich habe immer an das geglaubt, was ich gemacht habe. Die Welt ist nicht fair, wir haben nicht viel Zeit. Trotzdem glaube ich an Gerechtigkeit. Bei diesem Lied von Michael kriege ich jedes Mal, wenn ich es höre, immer wieder Gänsehaut. Es sagt so viel aus über den Menschen Michael Seider und seine Beweggründe, den Menschen zu helfen. Dass ich dann mit diesem Ausnahmekünstler und vor allem Ausnahmemenschen, Michi Seider, den bis jetzt besten Film, den ich je machen durfte, gemeinsam erarbeiten durfte, das betrachte ich als ein riesengroßes Geschenk, das mir der Michael gemacht hat. Und wenn man den Michael auf der Bühne so locker seine Späße reißen sieht und seine Konferenzen hört, dann ahnt kein Mensch, wie perfekt dieser Michael alles vorbereitet. Er ist ein absoluter Perfektionist, was das Künstlerische betrifft. Aufgrund meiner Stepptanz-Vorkenntnisse, ist untertrieben, würde ich sagen. Ist okay. Habe ich gut gepasst zu dem Film Happy Feet. Da geht es um einen steppenden Pinguin und durfte auch die Pinguine füttern. Habe für sie gesteppt auf ein Steppbrettl, bin drin gestanden im Gehege mit weißer Hose, mit Frack, mit Stepptanzschuhen, war bereit, habe die ersten Steppschritte hingelegt und die Pinguine sind alle ins Wasser gekommen. Eine Geschichte, die jeder will, hab ich im Leben nicht gehabt. Und so möchte ich dir, lieber Michael, mein Herzbruder, zum doppelten 30. Geburtstag von allergrößtem Herzen gratulieren. Bleib wie du bist, ohne dir wäre die Welt nur halb so lebenswert.